Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft und diesem wunderschönen Sonnenaufgang. Heutiges Tagesziel ist, zweierlei Arten von Fischen zu besorgen, nämlich einmal für den Händler, um weitere Handelsmünzen zu bekommen und für die Küchenchefin ein bisschen Material ranzuschaffen und auch wieder Töpfe zu produzieren. Damit die Gute dann auch ungestört an der Stelle weitermachen kann, wenn sie wieder an Bord ist. Ja, und in dieser Folge auch wieder mit dabei der Graf Totti, der zwar gerade nicht in Sicht ist, aber gleich gemeinsam mit mir angeln wird. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo. Gut, ich fange schon mal an mit Angeln. Angeln im Sonnen... Oh, da ist ein Hai durchs Floß geschwommen gerade. Ja, wenn wir noch Zeit haben, haben wir da hinten sogar noch eine Insel zum Abluten. Mal gucken. Hallo, Herr Angler. Hallo. Wo stellst du dich zum Angeln hin? Da vorne? Komm hier mit. Musst nur, ich weiß nicht, hast du schon mal gemacht? Mit Rechtsklick den Köder auswählen, den besonderen. Da kommst du in ein Menü. Da kannst du den auswählen und dranhängen. Ja, und dann kriegen wir auch die besonderen. Ah, alles klar. Und falls es einer von den Zuschauern nicht wusste, dann wisst ihr es jetzt auch. Ist die Angel kaputtes. Schaumspucker habe ich gefangen. Ich habe mal probiert, in einer Folge die zu grillen oder zu kochen, was nicht geht. Nee, geht nicht. Ist aber eigentlich unlogisch, ne? Schade. Ich finde, das könnte man den Spielern überlassen. Ob man die verkaufen will oder ob man die verputzen will. Verkaufen oder verputzen. Aber wäre vielleicht ein guter Ansatz, nochmal ein paar zusätzliche Rezepte zu machen. Super Fische verleihen super Kräfte oder sowas. Wenn du die isst, kannst du übers Floß fliegen oder so. Dafür gibt es ja die Smoothies. Ja gut, dafür gibt es die Smoothies für die super Kräfte. Das stimmt wohl. Gerade komme ich mir beim Angeln ein bisschen vor wie bei Ghostbusters. Nicht die Strähle kreuzen. Denkst du denn, es kommt noch irgendwas an Erweiterungen oder so für Raft, nachdem die Hauptstory jetzt zu Ende ist? Ich hoffe es. Weil sonst versinkt das Spiel in der Versenkung. Also. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also es gibt ja viele, die auch nur wegen dem Bauen da sind. Für die vielleicht nicht. Aber die, die auf die Story gewartet haben, mit der Story durch sind, ist die Frage, wie viele Leute bereit sind, sich hier selber eigene Ziele zu setzen, wenn es keine Geschichte mehr gibt zusätzlich. Schwer zu sagen. Aber auch bei uns hat es ja noch für eine neue Staffel Raft gereicht. Auch ohne weitere Story. Zu tun haben wir noch genug. Aber ansonsten, ich sehe es auch so. Also für mich persönlich, wenn dann gar nichts Neues mehr kommt, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal aufhören, denke ich. Vielleicht. Bitte in den Kommentaren jetzt keine Panik ausbrechen lassen. Noch ist es nicht so weit. Ich denke nur mal laut drüber nach. Wie viele Köder habe ich noch? Ich habe noch 4 Köder. Ich glaube, auf der Insel ist bestimmt kein Händler. Die ist, glaube ich, zu klein. Vielleicht auf der nächsten Insel dann. Hast du Fliegenfischen, wo du so in den Himmel guckst beim Angeln? Versuch es. Aber einen Krebs. Einen Krebs. Den müssen wir behalten. Das könnte Mr. Krabs sein. Ja. Vielleicht kommt SpongeBob mit den Krabbenbürgern. Genau, das habe ich mal irgendwo gesehen. Was war denn das? So irgendwie, irgendein Video hier, ungewöhnliche Sachen in Spielen oder so.
Und bei irgendeinem Spiel konntest du unter Wasser tauchen. Und wenn du an der richtigen Stelle getaucht bist, dann hast du da die Ananas von SpongeBob gefunden. Konntest aber nichts machen. So, meine Spezialköder sind alle, aber ich koche. Ja, ist klar. Ich angel jetzt aber trotzdem weiter, dass wir noch Fische zum Essen dabei haben. Wir haben ja jetzt zwar wieder ein bisschen Ton übrig, aber ich denke, für das, was wir hier so machen, reicht das, wenn wir das normale Futter essen, oder? Ja. Dann lassen wir uns wieder bekochen. Wenn die Chefin wieder da ist. Gut, liebe Zuschauer, freilich müsst ihr hier nicht zugucken, bis wir die Angel kaputt geangelt haben. Das machen wir jetzt trotzdem, aber ich schneide euch da jetzt mal kurzerhand raus. So, da sind wir wieder. Meine Angel ist mittlerweile kaputt und dem Graf Totti seine gleich wahrscheinlich auch. Ich habe hier für den Händler Schaumspucker, Fallenschnapper und Pufferlisks gefangen und noch ein bisschen hier für das Sortiment der Küchenchefin noch Fische. Aber ein paar davon werde ich Totti und mir gleich auf den Grill packen, weil Rüben und Kartoffeln die ganze Zeit nur vom Grill zu essen, seht uns bitte nach. Wir brauchen auch mal ein kleines bisschen Abwechslung, nicht wahr? Gut. Schönes Rumsteak. Ja, kriege ich jetzt aus dem Fisch nicht raus, aber vielleicht fangen wir ja noch einen Büffel oder so. Jo, dann lege ich uns mal ein bisschen Fisch auf den Grill. Ich lege mal, ja, aus den großen, aus dem Lachs kann man Lachssalat machen. Wels, Deluxe. Ich werde die großen mal nicht vergrillen. Ich vergrill mal die Makrelen. So, die fertigen Gerichte waren im Kühlschrank. Auch gut. Wo waren denn die Fische? Nee, so wollte ich das nicht machen. So, und danach machen wir noch Buntbarsch. Magst du lieber Makrele oder Buntbarsch? Nimm die Makrele. Du nimmst die Makrele, das passt perfekt. Dann packe ich die gleich als zweites auf den Grill. Und behalte den Buntbarsch, der hier gleich fertig ist. Grill mal ein bisschen schneller, Elektrogrill. Gut, dann packe ich zwischendurch noch mal die Spezialfische für den Händler weg. Ah, guck mal, was haben wir denn hier noch alles drin? Haifresser, Mondfische, pinke Hechte, Regenbogenhummer. Ein Pentapus und ein Rotfeuerfisch. So, weg mit den Fischen. Ech, nicht die Batterie nehmen. Ich wollte doch nur mal hier meine Flaschen wieder auffüllen. Was wolltest du? Wolltest du Buntbarsch oder Makrele? Makrele wolltest du, ne? Ja. Dann, die liegt fertig auf dem Grill. Guten Appetit. Nimm gerne alle. Ich krieg Buntbarsch gleich. Ach, wie das duftet am aber Grill. Aber die Köchin könnte ihre Geräte auch mal pflegen, ne? Also der, warum? Das eine Rad ist kaputt. Stimmt, ist, kann man den Grill nicht mehr als Servierwagen benutzen. So ein Ärger. Weißt du, was ich überlegt habe, ist, wir haben doch hier irgendwo, ich muss mal gucken, den haben wir doch auch nicht weggetan, den alten Grill, ne? Der muss doch mal irgendwo sein. Aber wo? Ob wir den oben bei unserem Treffpunkt hinstellen sollen. Da irgendwo hingekommen
Fände ich jetzt gar nicht schlecht. Wenn man es dann da mal gemütlich machen will, dann kann man da oben auch mal ein bisschen grillen. Dann vergrillt man halt mal ein bisschen Holz da oben, aber ist ja nicht so schlimm. So, ich werde auch noch mal Rüben und Kartoffeln welche machen. Erstmal neue Pflanzen. Ah ja, hier. So. Nee, ich brauche ja gar keine. Ich ernte die ja jetzt frisch. Frisch auf den Tisch. Ja. Ernten hier. So. Was hatte ich gesagt? Kartoffeln grillen. Wundervoll. Und das werde ich hier alles vergrillen. Warte mal. 3, 6, 6, 12, 6, 12, 18. Wunderbar. Die packe ich hier in den Kühlschrank mal ausnahmsweise. Nee, Quatsch. Hier, Kühlschrank. Rohe Nahrungsmittel, die alle noch vergrillt werden sollen. So, ausgezeichnet. Nochmal meine persönlichen Wasservorräte nochmal auffüllen. Und dann bin ich zumindest fürs Erste versorgt. Wo ist der Graf Totti unterwegs? Ich habe den Grill oben hingestellt. Ah, komm ich mal gucken. Zwar nicht den großen, den kleinen, der passt da oben besser hin. Ich bin gespannt. Bin unterwegs. Naja, fast unterwegs. Ich breche mir hier wahrscheinlich gleich wieder die Haxen. So, hier lang und da lang. Ach, den, okay. Wo hast du den denn noch ausgegraben? Der war in irgendeiner Kiste. Okay. Findest du, der große passt hier nicht gut hin? Okay. Ja. Gut, aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch einen Grill hier oben. Das finde ich schon mal gut. Wir hatten ja auch schon mal, dass Leute hier oben waren und dann, oh nee, jetzt tue ich verhungern und verdursten. Muss ich nochmal zurück und hin und her und wenn dann da zukünftig, ja gut, viel kriegen wir da nicht drauf, ne? So eine einzelne Kartoffel, einen einzelnen Fisch oder irgendwie was. Sei es drum. Macht's auf jeden Fall gemütlicher. Dann gehe ich noch mal nach den Tieren hier gucken. Oh! Kann hier einer entgegengerammelt. Hast du dir also auch noch eine Elektro-Rolle gebaut, ja? Ich finde die super, die Dinger. Weißt du, was hier oben fehlt noch bei den Tieren? Wir haben gar keine Eimer hier. Hast du zufällig irgendwo leere Eimer gesehen? Milch. Ja, für Milch. Also die, wo mir schon Milch drin ist, nicht. Ich meine, ich habe gerade überlegt, ob ich hier oben mal die Ziegen melke. Aber gut, dann werde ich gleich mal gucken, was wir da brauchen. Dann werde ich mal einen Haufen Eimer bauen. Schere kaputt, aber eine haben wir noch. Langsam finde ich Gefallen an der Tierpflege im Spiel, war sonst eher nicht so mein Ding. Das immer gerne andere machen lassen, aber mittlerweile.
Macht das sogar Laune. Gut. Schere wieder weg. Was brauchen wir denn für die Eimer? Ich glaube, ich habe im ganzen Spiel hier noch Planken, Schrott und Seile. Ach, das geht ja. Dann besorge ich mir mal Planken, Schrott und Seile. Oder brauchen wir Schrott akut für was anderes? Da hatten wir, glaube ich, nicht so viel von anderen Sachen. Okay. Planken, Schrott und Seile. Machen wir. Eimer produzieren. Planken. Seile. Und dann gleich noch Schrott. Wie soll es eigentlich hier oben mit dem Lager weitergehen? Gibt es da irgendeinen Plan? Was da noch passieren soll? Oder ja, ist das so fertig? Nee, das ist noch nicht fertig, aber das müssen wir dann mit der Lagermeisterin besprechen. Mit der Lagermeisterin, okay, alles klar. Gut, was ich nicht mit der Lagermeisterin bespreche, ist, dass ich jetzt Eimer herstelle. So, 20 Stück zumindest mal. Obwohl, ich kann noch mehr machen. Holz haben wir ja genug. Das Holz mal sinnvoll eingesetzt, sozusagen. Okay, 20, 40, meinst du 46 Eimer reichen erstmal wahrscheinlich, ne? Dann nehme ich noch ein bisschen Holz mit für die Presse. Und ach ja, ein bisschen Seil können wir auch da reinwerfen. So, wundervoll. Jason Dax geht melken. Aber ich glaube, mehr triggern würde, wenn man die Folge Jason Dax wird gemelkt nennen, oder? Weiß nicht. Wir überlegen gleich nochmal off-screen, wie wir die Folge nennen. Jetzt gehe ich erstmal tatsächlich melken. So. Hört das Euter. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Muss ich mich einfach nur hinstellen? Achso, einfach nur mit linker Maustaste, okay. Hätte ich mir auch denken können, wie beim Scheren. Aber wir haben nicht so viele Ziegen. Also gibt es auch nicht so viel Milch. Es wird Zeit, den Zoo zu erweitern. So, einmal. Auch mal einen Eimer Milch trinken, einfach mal so aus Solidarität. Hast du mitbekommen? Ach was. Weißt du, was gerade passiert ist? Ich habe den Eimer leer getrunken und habe jetzt wieder einen leeren Eimer. Er hat nicht den Eimer mitgetrunken. Ist das normal? Also zumindest, wenn man das zum Kochen benutzt, ist der Eimer ja weg. Und die Schüsseln, wenn man gegessen hat, sind ja auch mit weg, normalerweise. Ich habe noch nie die Ziegen gemelkt. Du kannst, ich gebe dir gleich mal einen Eimer. Wenn das Wasser komplett voll ist, ich weiß nicht, was für einen Bonus es gibt, dann musst du nicht mehr so oft trinken. Kriegst du einen Bonus, wenn du so einen Eimer davon trinkst. Ich gebe dir mal einen. Machst du erst komplett normales Wasser und trinkst dann noch so einen Eimer Zickenmilch. Wo bist du? Hinter dir. Hinter mir? Ah, hier. Einmal Wasser bis zum Anschlag und dann einmal einen Eimer Zickenmilch. Bitte. Dann kriegst du noch so einen Zusatzbalken, den müsst du dann länger halten. Mhm. Ja. Wirst du vielleicht nicht so schnell wieder ohnmächtig. Gut, dann geh ich jetzt nochmal zur Presse. Füll die ordentlich.
Okay, Presse voll. Wo kommt denn hier ein leerer Eimer her? Ein Schild, wer Böses dabei denkt. So, Kartoffel. Und noch mehr Kartoffel. Habe ich das ganze Holz noch dabei? Wollte ich doch eigentlich weglegen für die Presse. So, Rüben, Eier. Ich würde mich ja fast nur von rohen Eiern ernähren hier. Gut. Tagwerk verrichtet wieder. Auch wenn es noch helllichter Tag ist. Der Grill läuft. Wir haben ein paar Fische besorgt. Ach, was noch fehlt, ist Tonschalen. Ist jetzt der Ton, der noch in den Kisten liegt, tatsächlich übrig? Mhm. Okay. Dann Ton. So, keiner mehr da, aber 36 Schüsseln. Sehr gut. Die Schüsseln könnte man theoretisch auch aus Holz herstellen. Ja, oder die Suppe abkühlen lassen und aus dem Kessel trinken oder was weiß ich. Es gibt tausend Möglichkeiten. Oder mit dem Metallbecher die Suppe rausschöpfen, die man am Anfang hatte, wo man nur einen Schluck draus trinken kann. Und. Gibt's viele Möglichkeiten. Aus zwei Tonen macht er ja vier Schalen. Ja, immerhin. Ja, was? Dann verbrauchst du 36 Schüsseln. Das ist schon ordentlich. Dann machen wir das so. Dann koche ich auch noch ein bisschen Gemüsesuppe. Auch wenn wir sie vielleicht nicht essen, aber. So, Rüben, Kartoffeln. Auf jeden Fall ein paar Schüsseln. Hier ist der Grill. Ah, okay, alles klar. Na gut, aber wenn du sagst, der passt oben nicht so gut hin, dann kann er ja da drin bleiben. So, dann koche ich hier noch ein bisschen den restlichen Tag. Kümmere mich hier noch um Bepflanzung, da müssen wahrscheinlich die Batterien nochmal ausgetauscht werden, grille hier noch ein bisschen weiter, Kartoffeln und Rüben und werde mit dem Totti dann gleich nochmal sinnieren, wie wir die Folge nennen und vielleicht auch mal überlegen, ob wir die Schuhe, die hier im Weg stehen, vielleicht doch nochmal woanders hinstellen oder da stehen lassen. Irgendjemand hat ja mit dem ersten Schuh angefangen, dann hat irgendjemand heimlich einen zweiten hingestellt und dann, verratet es nicht weiter, habe ich gedacht, da stehen schon zwei Schuhe, stellst du noch einen dritten hin. Gut, das soll es aber für die aktuelle Folge gewesen sein. Danke, Totti, dass du auch hier noch dabei gewesen bist. Ich denke, wir machen auch noch ein bisschen weiter. Und ja, bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.